Ja, geht's das nicht im, hier in den Tribes auf dem PvP-Server? Die haben doch immer ihre Sklaven, die da Holz und Stein ranholen. Und dann sagen die Leute immer, ich habe 5000 Spielstunden in Ark. 4000 davon habe ich nur Holz gefahren. Dabei sein ist alles. Ich glaube, die hassen mich richtig. Die haben gar keinen Bock mehr auf mich. Die sind so sauer auf mich. Die machen bestimmt jetzt schon eine eigene Telegram-Gruppe. Nur um gegen mich im Geheimen zu haten. So eine Schwurbler-Cheatime-Hate-Gruppe. Da gehen die ganzen gebannten Ark-Kiddies rein. Yaki, dankeschön für die 1000 Bits. Nein, spiele ich nicht. Sei mir nicht böse, aber das ist Copyright-Musik. Und auf Twitch ist Copyright mittlerweile heftig. Da mache ich gar nichts mehr. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, Bro. Realm of Phoenix, dankeschön für 11 Monate. Liebe geht raus. Kevin, soll ich mal im DC einen Thread machen, für die Mods, damit wir die sammeln können mal? Für was? Was, wie, wo, hä? Ich spiele gerade PvE. Kein Problem, Yaki. Dankeschön. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Nicht, dass du nachher böse bist. Ja, weißt du noch, was viel lustiger ist, Maxi? Es gab auch schon Leute, die haben mir geglaubt, dass ich 42.000 Spielstunden habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe 40.000 Stunden davon nur den Titelbildschirm offen gehabt. Hab die ernsthaft gefragt, wie hoch meine Stromrechnung davon ist. Du musst dir das mal vorstellen. Wer ist bitte so hobbylos und lässt seinen PC 40.000 Stunden im Ark-Titelbildschirm laufen, nur um Stunden zu fahren? Und wie die Leute dann auch noch danach fragen, Junge. Das darfst du echt keinem erzählen. Machen die Typen einen 48-Stunden-Stream, wo die nur Holz fahren. Emilio, moin! Wow.
So. Ja, komm. Ah, Blue Snow, wenn du das jetzt schon lustig findest, hättest du damals beim ARK-Projekt dabei sein müssen, wo ich mit Trimax und so gezockt habe. Da kamen so viele Leute, die so waren wie die drei Spezialisten von vorhin. Tut mal den Action-Reality bitte Permaban-Mods. Aber einfach mal eintragen, der soll nicht mehr entbannt werden. Okay, Ankylo liegt. Der wird ein bisschen dauern. Ha, jetzt könnte ich als nächstes... ...ein Beehive zusammensparen. Da brauche ich 50 Honig. Und 250 seltene Blumen. Blumen sind eher so eine Biberdamm-Geschichte teilweise, ne? Yaki, Dankeschön erstmal für nicht gespendete 100 Bits und dein Tipp ist falsch. Wenn du die Tiere runterhungern lässt, dann zähmst du sie schneller. Stimmt nicht. Ah, jetzt hat's geklappt. Danke. Erstmal wichtig, in den Regeln steht, keine Tipps geben und der Tipp ist auch falsch. Du zähmst sie genauso schnell, wie wenn du sie sofort fütterst, als wenn du sie runterhungern lässt. Weil der ist bei 50... Bei 50 Nahrung zum Beispiel. Der ist ja immer bei derselben Anzahl an Nahrungsverlust. Also ob du die runterhungern lässt oder nicht, das dauert beides genau gleich lang. Das ergibt gar keinen Sinn. Nein, Cole, RQ ist nicht so. Er kriegt weniger Level dazu, wenn die Nahrung schlechter ist. Oh, da ist noch ein Nest. Verdammt. 13 Blumen, sehr gut.
Hast du genug Material für Kibbel? Nee, brauche ich jetzt auch im Moment nicht Kibbel. Die zähmen bei mir so schnell teilweise, dadurch brauche ich kaum Kibbel. Darkness, moin, alles gut? So, jetzt tun wir mal eben ganz kurz einräumen. Wann kriegt man den Agentavis-Sattel? Ich glaube, der ist auf Level 62 oder 72. Agentavis. 62, da. Kannst du auch da eingeben, dann siehst du das. Freue mich zu hören, The Darkness. Pentra, moin, alles gut? Ich wette mit dir, der Holzsklave hätte das niemals so hinbekommen. Mit seinen 100 Spielstunden. Weil er kann ja nur Bäume fällen, mehr kann er ja nicht. Sowas kann er nicht. Da hat er gar nicht das spielerische Know-how für, um sowas zu erkennen. Der Holzsklave hat sich im DC gemeldet, einer der drei. Im Allgemeinen-Channel oder wo.
per Ticket. Und was will der jetzt? Entbannt werden? Ach, der ist das. So. Ich habe dem Mod, der das Ticket bearbeitet hat, mal Arbeit abgenommen. Ich habe meine eigene Art, wie ich solche Probleme löse. So. Oh, nice. 9 Level. Ja klar, Maxi, wird's geben. Lex hat da auf jeden Fall, so wie ich das mitbekommen habe, einige Pläne. Übrigens zur Info, ich habe eingestellt, dass er bei mir alle Engrams automatisch lernt. Man kann aber nicht machen, dass er die Tech-Engrams nicht mitlernt. Die ganzen Tech-Sachen kann ich zwar, aber ich benutze sie nicht. Ich mache erst die Bosse. Erst wenn ich den entsprechenden Boss für die Engrams gelegt habe, darf ich die nutzen. Ja, ich meine nur Minigun. Selbst wenn ich dann Element habe, darf ich das nicht machen, wenn ich dann den Boss noch nicht für das entsprechende Engram besiegt habe. Aber ich kann es nun mal leider nicht ändern gerade. So. Wie weit ist mein Ankylo da unten? 57,7. Bisschen Holz sammeln, mach das, Maxi.
Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Yes, baby. Oh, da war sogar noch eine grüne mit drinne. Das hat sich gelohnt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir einen geilen Terry kriegen. Oh, Scheiße. Erwischt, aber ist egal. Deswegen liebe ich Agentarse, weil die regenerieren so schnell jedes Mal nach dem Kampf. Muss einfach nur ein bisschen hier wegklatschen, regen und fertig. So. Zack, den nächsten Regenerationsbuff reinholen. Was muss man machen, dass man den Buff bekommt? Muss einfach nur eine Leiche, also eine Leiche von einem Wesen hitten. Dann kriegst du diesen Buff für ein paar Sekunden. Abend, Quell Life. Bist leider zu spät, du hast das Beste schon verpasst. G-Time versus Holz Army. Ich habe gerade die Holzarmee auseinandergenommen. Raplock, hi. Alles gut? Sinux, dankeschön für den Follow, ne? Herzlich willkommen. Werde ich mir mal im VOD gönnen. Die werden nicht veröffentlicht, die VODs.
Alter. Alter, Junge. Das Ding ist, Leute, ich will es nur mal am Rande erwähnen. Ihr müsst eins bedenken, während wir hier die ganze Zeit am Zocken sind, gehen ja die Arbeiten im Hintergrund am Minecraft Legends Server weiter, ne? Und ich sehe gerade die ganzen Sachen, die für den Battle Pass gebaut werden, für die Skins und so, ne? Ihr werdet so ausrasten, wenn ihr das seht. Holy shit! Nee, da müsste ich jetzt erstmal rüber auf Minecraft und das werden die Leute noch früh genug sehen. Pass One Hit Skill. Dankeschön für 14 Monate. Liebe geht raus. Klaas, wenn du ein bisschen Salz zu deinen Würstchen haben willst, dann musst du dich mal an die drei Jungs aus der Holzarmee.